Hallo und herzlich willkommen zum diesjährigen Advent of Code, dem Adventskalender für Programmieraufgaben. Jeden Tag wird eine Aufgabe veröffentlicht, bei der ein Stern gewonnen werden kann. Und wenn die Aufgabe gelöst wurde, gibt es eine zweite Aufgabe, die eine Verschärfung oder einen Twist auf die erste Aufgabe ist. Und da kann man noch einen zweiten Stern am Tag gewinnen. Es gibt für 25 Tage, also bis zum 25. Dezember, jeden Tag ein Türchen. Und weil wir gerade gesagt haben, zwei Aufgaben pro Tag, also insgesamt 50 Sterne, die man hier abgreifen kann. So, und der 1. Dezember war ja gerade. Das erste Türchen ist aufgegangen und die ersten zwei Aufgaben zum Lösen waren da. Und am ersten Tag, den ersten Tagen, handelt es sich typischerweise um Warm-up-Aufwärmaufgaben. Die sind also auch nicht sonderlich aufwendig. Springen wir direkt rein. Wir sind mit einer Gruppe von Elfen unterwegs. Ich möchte die Geschichte gar nicht so weit auswalzen. Die Geschichten, die bei diesem Advent of Code jedes Jahr erzählt werden, ist eine durchgehende Geschichte über diese 25 Tage. Die Geschichte ist immer ganz niedlich, aber wer sie wissen möchte, da würde ich doch schon da würde ich schon sagen, dann geht besser selber und genießt es, geht selber auf den Advent of Code, lest es da und genießt es. Hier konzentrieren wir uns auf das Lösen der Aufgaben. Wir sind in einer Gruppe von Elfen unterwegs und jeder Elf hat Nahrungsmittel bei sich, die jeweils einer gewissen Kalorienzahl entsprechen. Und die Elfen haben uns das mal aufgeschrieben, wer jetzt alles wie viel Kalorien bei sich trägt. Leere Zeilen bedeuten immer, sind sozusagen, das sind der Trenner zwischen den Elfen. Also der erste Elf hat drei Nahrungsmittel, jeweils mit 1000, 2000, 3000 Kalorien. Der zweite Elf hat 4000. Der dritte Elf hat zwei Nahrungsmittel mit 5000 und 6000 und so weiter. So, bei der ersten Aufgabe geht es jetzt darum, denjenigen Elfen zu identifizieren, der in Summe am meisten Kalorien bei sich trägt. Und die gesuchte Antwort ist dann die totale Summe dieser Kalorien. Das wäre jetzt, das ist jetzt hier nur das Erklärbeispiel. Das wäre anhand des Erklärbeispiels, das wird hier unten noch alles durchexerziert und wird gesagt, die Antwort wäre 24.000 Kalorien getragen durch den vierten Elf. Also hier 7 plus 8 plus 9 ist 24. Jetzt gibt es, ich habe schon beide gelöst, jetzt gibt es also den für mich personalisierten Input. Ihr seht da den Anfang davon, den habe ich mir auch hier rüber kopiert, da seht also hier das Ende, das ist also 2263 Zeilen, aus denen mein Input besteht, sind also ein paar mehr Elfen im eigentlichen Rätsel dabei. So, das Schöne bei diesem Erklärbeispiel ist nicht nur, dass man damit die Struktur der Aufgabe vielleicht besser verstehen kann, sondern auch, wenn man dann loslegt zu implementieren, hat man hier auch schon gleich einen Testfall mitgegeben. Man kann so einen Algorithmus auf dem Beispiel testen, bevor man es dann auf dem richtigen Datensatz losjagt, weil auf dem Testbeispiel kann man dann möglicherweise einfacher debuggen. Naja, sei es drum. Also ich habe mir meinen Input runtergeladen und eine Textdatei Input gepackt. Das erste Skript, was ich mir geschrieben habe, war der Source Loader. Der Source Loader stellt jetzt also einmal Raw X, also den Example String bereit, als auch die Lösung für Part 1 und dann gleich die Lösung für Part 2. Also bei Part 1 haben wir gesehen, 24.000 Kalorien ist die Antwort und die hat der vierte Elf. Das sind also zwei Dinge, die wir dann anhand unseres Algorithmus abprüfen können, weil wir wissen, das sind die beiden korrekten Teilantworten. 24.000 ist also die korrekte Endantwort im Rahmen des Beispiels. Ähnlich dann auch bei Part 2. Und hier unten ist dann diese eine Zeile, with open input mode read, sfstream, fstream.read, wird dann auf Raw abgelegt. Also wir haben Raw X, wir haben Raw und dann haben wir noch die Antworten für das Beispiel. So, da war ich ein bisschen neugierig, wollte wissen, wie viele Elfen begleiten mich da eigentlich. Hab mir dann auf die Schnelle hier das Skript zusammengeschustert und kommt raus 260. Das ist jetzt eine ziemlich gerade Anzahl, könnte sein, dass es bei jedem 260 sind, aber das weiß ich nicht.
Das bringt uns jetzt zu Part 1. So, Part 1 ist jetzt dann natürlich in dem Kontext kein Hexenwerk. Ich habe das straightforward runter implementiert. Die gegenwärtige Summe, die bis dato aufgetauchte Maximalsumme, der gegenwärtige Index und der bis dato aufgetauchte Maximalindex. Ich gehe die Zeilen alle einzeln durch und mit einer Try-Except-Umgebung versuche ich aus jeder Zeile, können wir hier nochmal reingehen, wenn wir hier so eine Zeile, das ist ja dann ein String mit den Zeichen 2000, 2000 und der Integer-Konstruktor kann daraus eine Integer basteln. Nur bei den leeren Zeilen, da kann er das nicht, wird ein Fehler werfen und zwar ein Fehler vom Typ Value Error. Also sage ich, na dann versuch auf die Rucksacksumme für Kalorien einfach die nächste Zeile umgewandelt in Integer drauf zu addieren. Wenn das Umwandeln in Integer nicht klappt, dann fangen den Fall ab und dann machen wir was anderes. Und was wir machen ist, wir gucken uns jetzt also den Rucksackinhalt an, vergleichen ihn mit dem größtmöglichen, den wir bis jetzt gefunden haben. Wenn der neue Rucksackinhalt größer ist, dann ist das jetzt der größtmögliche. Und die gegenwärtige Summe und der wird zurückgesetzt und der gegenwärtige Index wird plus 1 hochgezählt, ja, also der nächste 11 sozusagen. Und am Ende kommen die Antworten zurück, führen wir aus und siehe da 71.000 irgendwas bei dem für mich individualisierten Input. Das ist ja das Rätsel ist für jeden gleich, aber der Input ist individuell. In meinem Fall ist 71.000 die Antwort. Das ist für euch vermutlich nicht. Ist ein bisschen drüber oder ein bisschen drunter oder weiß der Geier, weiß er nicht. Und jetzt, wie ich gerade ja schon erklärt habe, wir haben einerseits kann ich meinen Algorithmus auf meinen Input loslassen. Andererseits kann ich also einen Test definieren. Ich habe jetzt kein Test-Framework dafür genommen. Ich habe den Test einfach hart hier mal ins Code reingeskriptet. In diesem Test wende ich meinen Algorithmus auf das Raw Example, also das Beispielstring an und asserte dann, dass das rauskommen muss, was ich mir vorstelle. Einerseits die totalen Kalorien müssen stimmen, andererseits die Zählnummer des 11, die muss auch stimmen. So, und 71.000 war die richtige Antwort. Von da aus geht es dann glatt weiter zu Part 2. Part 2 ist jetzt also der Twist oder die Verschärfung von Part 1. Und hier wollen wir jetzt nicht mehr wissen, was sind die Gesamtkalorien, die der kalorienreichste Elf mit sich rumschleppt, sondern was sind die Gesamtkalorien der Top 3 Elfen? Ja, wir wollen also nicht mehr den Besten, sondern wir wollen den Besten, den Zweitbesten, den Drittbesten haben. Auch kein Hexenwerk. Da habe ich jetzt also hier einen Algorithmus, der im Wesentlichen identisch funktioniert wie der Algorithmus in Part 1. Nur statt jetzt mir immer den Besten zu merken, merke ich mir jetzt eben die besten drei. Fertig aus. Auch hier habe ich wieder meinen Test oder auch hier kann ich wieder einen Test formulieren. Dann führe ich das Ganze aus und komme hier auf was ist das, 204.000 Kalorien. Und das ist auch hier meine Antwort. In der Tat war das korrekt und ich habe also meine 2 Sterne für den Tag abgeholt. Ich habe jetzt online gesehen bei Joel Grass, ein amerikanischer Data Scientist, der auch schon seit mehreren Jahren immer wieder am Advent of Code teilnimmt und das über YouTube streamt. Er hat eine andere gewiefte Lösung oder eine andere elegante Lösung. Er hat die Rucksackinhalte der Elfen als eine Klasse definiert und der konnte dann sozusagen die Rucksackinhalte dann mit der Sort-Function sortieren und guckt sich dann einfach die ersten drei Einträge an. Das sind dann die drei Elfen mit den meisten Kalorien, die sie mit sich rumschleppen. Und das war's dann auch schon zum Türchen Nummer 1. Wir sehen uns dann morgen wieder zum Türchen Nummer 2. Ciao, ciao!